Hallo Leute, ja, ich habe mich mal in Final Fantasy 14 begeben. Ich habe nach einem Spiel gesucht, hatte 75 € und kamen mir zwei in Frage. Das wäre zu Elder Scrolls Online oder eben Final Fantasy 14. Und da der Wolfrus, ein guter Streamer und den ich schon seit 6 Jahren kenne, gerade Final Fantasy 14 spielt, habe ich mir gedacht, ja, ich kaufe es mir, muss halt jeden Monat 14 €, also 13 € zahlen und habe dafür aber auch meinen Spaß und kann mal mit einem großen YouTuber mal zusammen sein. Und ja, dachte ich mal, nutze es mal. Im ersten Livestream vor ihm konnte ich noch nicht dabei sein, weil wir ganz in anderen Städten gestartet sind und das Flugschiff und der Hafen noch nicht betretbar ist mit so wenig Levels. Ich bin jetzt Level 13 und er hat, glaube ich, mit Level 11 aufgehört oder so. Und jo, ich finde es eigentlich ein recht gutes Spiel, hat halt nicht so die Komfort und die Umfang, der Umfang von World of Warcraft oder so, aber macht viel mehr Spaß, weil man viel mehr machen kann. Also man kann viel mehr Aufträge schnell machen. Man kann jetzt zum Beispiel hier auf der Map zu diesen Punkten gehen und da hat man einen Auftrag, der nicht mal lange geht und dann hat man Berufe, die man jetzt mal alle nehmen kann und sie immer wieder wechseln kann. Oder zum Beispiel hier der Marauder, so die Kampfberufe, die kann man alle wählen. Muss nur die Waffe ändern und schon hat man alles, hat man den Beruf, den man wählen will. Und das finde ich einfach sehr cool. Also es ist sehr komfortabel, das Spiel. Und ja, es ist einfach Final Fantasy. Ich bin aufgewachsen mit Final Fantasy. Ich habe so Unmengen an Nächten Final Fantasy gespielt. Das ist gigantisch. Also was ich Final Fantasy 9 und 10 vor allem gespielt habe, das ist gigantisch. Dann noch Tactics Advance auf dem Game Boy Advance SP und dann noch Advance DS, also der zweite Teil von Tactics Advance auf dem Nintendo DS. Und ja, und jetzt bin ich wieder mal bei Final Fantasy, ja, richtig cool. Finde ich krass. Hier sind zum Beispiel Freibriefe, das sind einfach so, ja, soll ich sagen, bestimmte Aufträge. Ja, schockierende Spaßfilm. Ah, da drüben. Ja, etwas, was ich nicht so verstehe, ist halt, es wird halt nicht richtig angezeigt, was, wo man hin muss und so Sachen, aber da komme ich auch bald noch rein. Aber es ist nicht viel. Ich muss noch kurz zurück, irgendwo mit dem mal reden. Ja, danke. Endlich. Jo. Und da mir Path of Exile gar nicht mehr so viel Spaß macht jetzt, wo man nichts findet mehr, weil alles so extrem selten ist, die guten Sachen, die mich noch optimieren. Ja, denke ich, ich werde jetzt mal hier hauptsächlich spielen, die verschiedenen Berufe wählen und ja, sie auch mal zeigen in einem Video. Und dann, ja, es ist ein bisschen verwirrend. Es ist wirklich ein bisschen verwirrend. Die Symbole zeigen manchmal wirklich nicht, was man genau machen muss. Okay, ein Gildengeheiß annehmen. Ich muss kurz unterbrechen, was ich reden wollte. Also wenn man das Spiel zu schnell spielt, dann ist man verwirrt. Wenn man eine Zeit nimmt und alles genug liest und so, dann nicht. So, warte auf Inhalt, okay. Ja, was wollte ich schreiben? Sagen. Ja, ich werde alle Berufe mal annehmen und anschauen. Und dann mal schauen, was mir am besten gefällt. Also ich habe Marauder gewählt, weil ich einfach mag Zweihand.
und Damage Deal zu sein, aber werde wahrscheinlich Heiler nehmen, damit ich einfach ein bisschen Wulfruss im Stream behilflich sein kann, weil er sehr alleine ist. Ich bin immer so einer, der einfach, wenn er irgendwie einen Stream schaut oder so, auch ein bisschen mithelfen will, und bei ihm geht's. Er nimmt sogar gerne an, und das finde ich toll von ihm. Ja, dann wartet er halt. Gefechts erlassen. Ein totreiches Rudel. So, ja, man sieht, dass ich neu bin hier bei den Freigelassenen. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, was ich machen muss. Wahrscheinlich hier nach oben zum anderen Grünen. Ja, es ist überhaupt nicht ähnlich zu World of Warcraft oder so. Es ist überhaupt nicht ähnlich zu meinem Action-Rollenspiel, was ich die ganze Zeit spiele. Und deshalb, ja, bin ich einfach so ein bisschen noch nicht drin. Aber ja, Wulfruss hat mir schon ein bisschen gezeigt, wie es geht. Und sobald man da im Einsteigerzeugs raus ist, ist man dann eigentlich schon gut drin. Aber es klappt einfach nicht momentan. Es ist einfach irgendwas wartet die ganze Zeit hier. Aha, das sind für mehrere Leute und die wollen nicht kommen. Ich bin doch kein Defensiver. Zurückziehen. Ich will das nicht machen. Ich will nicht mit anderen Code. Also, ja. Ich will es einfach nicht jetzt machen. Ich will euch etwas zeigen. Und die gehen irgendwie nicht. Und die Karte ist im Weg, habt ihr es gesehen? Ah, ja. Das Spiel ist auch ganz anders. Und das braucht seine Zeit. Ich bin jetzt wirklich erst 4 Stunden oder so drin und habe einfach alles durchgenudelt. Das sind noch 50 Sekunden. Ah, ich muss zurück. Ja, wenn man nicht liest, dann weiß man nicht, wohin man muss. Gut. Also, mein Ziel ist jetzt Level 15 zu werden und dann die Marauder-Hub-Quest weitermachen. Und wenn ich dann irgendwann mal eine Fahrkarte habe, dann kann ich zu seiner Stadt gehen und entweder zu dieser Stadt mit dem Druiden oder einem anderen Heiler oder Buffer hingehen. Jo, und in meiner Freizeit. Also wenn er nicht streamt oder wenn ich nicht aufnehme, mache ich hier den Marauder weiter und schaue dann, was gebraucht wird, und dann mache ich es, weil ich bin ja sehr, sehr, sehr flexibel. Das sind Dinge, die ich will halt. Das ist Zentrales. Ist hier unten westliches. Machen wir mal das, oder? Das ist ein bisschen. Ja, okay. Das hat schon 9 Minuten, 16 Minuten vorbei, aber man bekommt gut Erfahrung von diesen Quests. So, nächster. Dann seht ihr auch mal ein bisschen Kampf. Und ein bisschen defensiv, das vergesse ich immer wieder ein bisschen. Ja, scheinbar muss man viele töten, aber es lohnt sich. Der Marauder hat echt lange Cooldowns. Mag ich nicht so. Ich schaue ja einfach mal Klassen an. Was mir am besten gefällt. Vielleicht ein Beschwörer oder so. Ich bin auch immer gerne eine Beschwörer. Einfach zum Anschauen, was es Beschwörungen gibt. Und so weiter. Ich will nicht überall angegriffen werden. Zum Glück habe ich gut Heiltränke, die ich
überhaupt nie gebrauchen kann, aber wenn man jetzt so in einem Kampf ist, schon. Ich schaue gerade auf die Uhr, ob das überhaupt noch hinhaut, sonst bekommen wir halt sehr viel weniger Erfahrung. Der soll mal weggehen, der Schokolade. Kommt eigentlich niemand vor, es waren 5 Leute hier. Ich heil mich mal. Ja, sehr viel heilt es. Und am Anfang ist es mega mühsam, das Spiel, aber sobald man aus dem Tutorial raus ist, dann macht man Spaß. Weil natürlich muss alles erklärt werden. Aber nur die einfachen Sachen, die schweren Sachen werden uns nie erklärt. Ja, die Hälfte in 6 Minuten, das geht. Easy. Ein bisschen Heiltrank, so. Ist ja 107 und nicht irgendwie 100. Ach, Fragen, über Fragen. Das ist wirklich eigentlich das beste MMO-RPG momentan. Für mich. Wo ist wie Kritik? Also, die könnten das so schnell ausmerzen, das ist nicht mehr so schlimm. Aber hätten sie wahrscheinlich nicht machen, weil sie ganz anders sein wollen. Gut. Er schießt hier immer die Krabben. Fast keine TP mehr. Ja, und sagt mir, was ihr sehen wollt von diesem Spiel. Ich werde es euch zeigen, wenn ich es kann. Und ja, wenn ihr immer Geld hat und mitmachen will, der kann das machen. Ich glaube irgendwie 55 Euro insgesamt kostet es. Und der erste Monat ist kostenlos, also wenn ihr reinschauen wollt, dann lohnt sich's. Und das ist jetzt mit allen Add-ons und mit allem drum. Ja, ich habe ja schon mal Ion Let's Play, kam gut an, ist leider nicht lange gegangen, bis ich einfach als mir nicht mehr bekannten Gründen aufhören musste oder wollte. Dann, ich bin ja ein Champions of Regnum Let's Player, ein großer, hab schon 4 Seasons. Und ja, jetzt kommt Final Fantasy 14 dran. Let's Play ich zwar nicht, aber zeige euch das Wichtigste. Und vielleicht livestream ich mal, dann ist es mein Let's Play dort. Mit euch zusammen, wenn ihr Lust habt. Ja, ich bin noch ein großes Stück Soziale sozusagen. Und möchte so viel möglich mit den Leuten, mit den Fans zusammen. Solo, Krabben, wo seid ihr? Da unten. Noch 3 Minuten 40, das klappt gut. Ich werde noch den Sound ein bisschen runterstellen. Der ist mir noch ein bisschen zu laut. Es war Wolfruß noch lauter und man hört noch weniger ihn. Aber irgendwie ist es bei ihm so gekommen. Ich mag es halt nicht so reden und die ganze Zeit Kampfmusik zu hören. Wow, 2625. Yay. Aber wenige. Naja. Also ich wollte ja diesen Ding machen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich muss so schauen. Es ist hier, aber... Hä? Ja, ich will es beginnen. Das ist klar. Muss ich mit ihm wieder reden. Kommt man einfach mal an etwas Neues, wird er natürlich so, mach das, mach das, mach das. Und dann lassen sie einem in den Stich und
Man weiß nicht, was man machen muss. So, was Ding habe ich auch angefangen, Blacksmith, also Schmiedelehrling. Und ich muss einen Bronzebahn herstellen, aber hab die Rohstoffe nicht. Na gut. Lol, dickes Chocobo. Ich muss den sie. Machen wir das halt auch. Kann mal ein längeres Video machen. Zum Einstieg. Kein Problem. Hilfst du mit? Das dicke Chocobo ist von einer Spezialversion vom Spiel. Und kann ich nicht bekommen. Also ich will es nicht bekommen. Ich will nicht noch eine wie heißt die Version? Ja, einfach die teurere Version eines Add-ons oder eines Hauptspiels. CE. Ich sage einfach CE, ich weiß jetzt genau nicht. Ich kann mich nicht genug konzentrieren jetzt, wenn ich im Kampf bin. Und ich werde aber irgendwie einem Stamm bei alle Quests machen, damit ich den Drachen bekomme. Ich glaube, es ist der Barmut oder so. Nein, es ist. Ich glaube, es ist nichts, was man so kennt als Fanfenster. Ich möchte ihn einfach haben. Das ist viel schöner als der Greif oder so, wo man nicht nur mit der Zehe bekommt von dem neuesten Addon. Und ja, sonst weiß ich nicht, aber wie ihr seht, bin ich sehr gerne ein bisschen dunkel und böse. Und also böse nicht, aber ich will böse aussehen. Weil viele Leute hier sind einfach immer so kleine Mädchen, so die ganz kleine Wesen oder solche Sachen. Ich will nicht so ein bisschen dem Trend nachgeben. Ich will mein eigenes Ding sehen. Das ist genauso wie mit Pokémon, ja, PE oder wie es heißt, also Pokémon Go. Alle müssen es machen, nur weil der andere es auch macht. Und, naja, will ich nicht. Und ich habe sowieso kein gutes Handy. Mir wird das Handy so schon lange Akku leer oder so kaputt gehen auf der Bordsteinschwalbe. Ich würde es hinschmeißen. Ich mag keine Handys. Nur zum Telefonieren. 1710, wow. Jetzt auch für so einen langen Kampf. Bringt's nicht. So, bisschen schneller laufen. Gut, da muss ich ja noch mal sehen. Ja, es steht wieder Beginn. Nee, das sind zum Herstellen, zum Sammeln. Ja, ich will jetzt bitte Beginn. Tutorial ganze Zeit nervt. Auch wie nicht. Sollte ich lesen, aber will nicht. Nun gut. Okay, jetzt habe ich's. So. Ja, danke schön, aber wohin? Da. Ja, aber ich habe keinen besänftigen. Emote. Da. Emotes besänftigen. Ja.
Beruhigen. Ich habe keinen Besänftigen. Nein, nein, nein. Oh, du musst doch nichts adaptieren. Der erste Scheiß. Ah, ich muss die andere, also ich darf es nicht so nehmen. Dann ist klar. Das ist natürlich klar, man weiß es nicht. Man muss einfach dieses Emote nehmen, das überhaupt anders aussieht und heißt. Danke, da muss ich ja den. Oh, man wird immer unterbrochen. Es ist sehr mühsam, das Game, das merkt man. Der spawnt wahrscheinlich wieder ein anderer und greift mich auch an. Wieso müssen die plötzlich aggressiv sein? Ist doch nicht normal, die müssen doch nicht noch aggressiv sein. So. Jetzt hoffen wir mal, dass die nicht angreifen. Ja, was ist jetzt? Hallo? Ich will die. Ist man nur die? Ja, wartet. Okay. Ich merk's. Ich merk's jetzt auch. Dankeschön. Das Spiel muss man. Bei diesem Spiel muss man so viele Sachen merken. So. Hab's geschafft. Gut. Ja, lohnt sich so zurück. Scheinbar sind die anderen Quests dann weiter weg. Aber wir haben wieder ein bisschen Erfahrung gesammelt. Belohnung abholen. Dankeschön. Kann ich noch einen Schwierigkeitsgrad höher machen? Das machen wir noch kurz. Auch wenn das Video schon lange ist. Nein, ich will nicht. Es muss da oben eine Karte sein. Da ist Straßenpatrouille. Also komfortabel ist dieses Game nicht. Das ist wahr. Ja, ich möchte es beginnen. Hä? So, wie habe ich das vorher gemacht? Aus dem Archiv heraus. Spielinhalte, Archiv, also J. Beginnen. So. Der Schakalwelpe da oben. Jetzt ein Level 13 Gegner kommt. Ich habe so viel HP jetzt schon. Oder LP hier in diesem Spiel. Also wenn ihr ja, das toll findet, dass ich jetzt Final Fantasy 14 mache, ihr das Spiel kennt oder so. Ja, dann dürft ihr gerne mir ein bisschen Quass, also in die Kommentare schreiben und ja, das Video liken, wenn ihr wollt. Okay, noch zwei, aber die sind nicht da, die sind da oben. Gut.
Die Schatztruhen. Und jetzt weiß ich auch nicht, wo die Hauptquest weitergeht. Hat nichts gesagt, also die Marode-Quest, die ist ab Level 15. Ich bin ja bald Level 14. Bin auch bald Level 15. Werde dann eventuell noch ein Video machen. Okay. Fiole-Äther. Solche Sachen werden heute auch nicht gut angezeigt, nur im Chat. Aber macht nichts. Haut ab. Danke. Nein, bitte, hey. Jetzt kommt doch mal hin. Ich bin Nahkämpfer. So ein Idiot. So. Gehen wir zum Fade-Bereich. Sind wir tot oder nicht? Ach, danke. Komm, 50.000. Ja, ich bin tot. Da haben wir keine Chance. Was ist denn los? Und wie lange? Okay. Dann muss ich wohl. Gut, ich weiß nicht, was das sind halt mehr Spiele, da müssen mehrere Spiele da sein. War eine, der ist wahrscheinlich gestorben, die sind alle auf mich losgegangen. Ja, ja. Nein, ich will nicht nochmal versuchen. Ja, okay, ich mach's nochmal, aber nicht im Spiel, im Video. Ja, das ist die Anfangsstadt der Marauder. Und, ja, gibt nicht so viel zu erzählen, einfach von Piraten, eine Startstadt, ein Hafen der Piraten, also, ja, dieser Gelbmäntler, wie sie heißen. Jo, also, Dankeschön fürs Schauen für dieses Video, ich begebe mich wieder dorthin, das ist ja einfach, da oben wieder rein. Da bin ich wieder da. Und dann mach's nochmal und ja, mit Level 15 kann ich dir dann zeigen, wo die andere Stadt ist, wo Wolfros ist. Und ja, ich verlinke ihn unten in die Kommentare, also in die Videobeschreibung, das seht ihr, wo er ist. Auf Steam meistens. Auf Steam, auf Twitch meine ich. Und ja, ich muss mich zuerst auch wieder ein bisschen erholen. Und, ja. Dankeschön und tschüss.